So, yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Advance Wars. Im letzten Part haben wir diese Mission hier weitergemacht und sie hat sich doch als recht schwer herausgestellt. Aber wir machen heute einfach mal ein bisschen weiter, denn sonst wäre das Ganze ja ein bisschen witzlos. So, zuallererst einmal hier, also, ja, ich sag ja, die wischen den Boden mit denen. Da haben sie nicht wirklich eine Chance. Und hier noch für ein bisschen Support, der kann noch versuchen, bis nach da hinten durchzufliegen. So, ich attackiere hier jetzt einfach mal. Moment. Wobei, kommst du bis dahin? Du kannst ihn da ausladen. Er kann ihn da wirklich ausladen. So, okay. Zack. Ich lösche jetzt hier nach und nach mal ein bisschen seine Luftwaffe aus, weil, naja, der geht mir sonst ein bisschen auf den Geist damit. Und ich kann es wirklich auf dem Flughafen ausladen. Aber ich komme hier nicht ran, verdammt. Ja gut, das Feld kann er aber nicht angreifen. Ja, zwar, aber das ist ein verdammter Einer. Warum sollte ich da Angst vor haben? Ich stelle diese Frage. Warum sollte ich Angst davor haben? So, wenn der da oben einmal weg ist, kann ich da auch die Fabrik einnehmen und das wäre extrem cool. Na, immerhin. 17 Punkte. Nehme ich mit. Nehme ich gerne mit. Ist nämlich das, worum er sich im nächsten Zug wieder heilt. Ja, flieg nach oben. Oder nee, flieg mal besser nach hier. Da kannst du nämlich von gar nichts angegriffen werden. Das ist noch ein bisschen besser. So, und hier, auf dem Flughafen, wird im nächsten Zug eingenommen. Tja, da guckst du in die Röhre, was? So, und jetzt, ne, einer, die sich hier jetzt wirklich mal fett lohnt, weil wir kaum noch Luft haben. Der Bomber. So, alles klar. Kannst du hier noch was zerstören, mein Guter? Ja, tatsächlich. Hier den Zweier. Oh, den kannst du noch ausnocken. Gut, alles klar. Beenden wir mal. Gucken wir mal, was Eagle jetzt für uns so in petto hat. Zum Beispiel eine Gabe. Das kommt wieder super gelegen, Eagle. Muss ich jetzt mal echt sagen. Also, das kommt wunderbar, deine Gabe. Wie immer. Also, ey, wirklich. Guckt euch das an. Die Flachs haben einfach nicht den Hauch einer Chance. Nicht mal einen Hauch, ja? Einen ganz sanft gehauchten Hauch. Nicht mal das haben sie, ja? Na gut, mein Transportheli. Okay. Okay. Das war jetzt auch nicht gerade die wichtigste Einheit da unten. Muss ich jetzt mal fairer. Jetzt baut er natürlich Helis. Das ist klar. Das ist klar. Jetzt baut er die natürlich. So. Oh, fliegen wir mal den Bomber vor, falls da mal irgendjemand auf dumme Gedanken kommt. Jäger bauen. Weil der hat das jetzt auch mal wieder gemacht. So. Ja, du gehst hier eh bald. Also du fliegst eh nicht mehr lange. Warum überlebt er das eigentlich immer so knapp? Kann mir das mal jemand beantworten? Ich finde das nämlich richtig scheiße. So, 71. Weg damit und besetzen. Ja, das macht richtig Spaß. So. Fahren wir einfach vor. Steige hoch, du roter Adler. Nee, das war was anderes. Warten. Ich habe das The Doe gerade ein bisschen zu früh gesetzt. Mensch, bin ich ein Schlingel. So, das will ich dich hier eigentlich nicht einsetzen lassen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Zack. Und weil mir die Flachs eh nicht gefährlich werden, greife ich mal lieber den da unten an. So, ja, was du hier jetzt machst, du kannst mal zurückfliegen, vielleicht noch einen Infanteristen holen zum Support. Das wäre sehr hilfreich, weißt du das? So, ja. Hat er hier drüben jetzt noch ein bisschen was? Naja, ein paar Helis, aber ich werde halt angegriffen, wenn ich einen von denen zerstöre. Das ist halt die Scheiße. Ich kann die halt nicht zerstören, weil dann kommt sein Flak und ballert mich ab. Das will ich auch nicht. Es wäre natürlich jetzt richtig cool, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, zumal der jetzt eh gleich abgeschossen wird. Ich hatte jetzt die leise Hoffnung, dass wir den Jäger hier vielleicht nochmal heilen können. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber im nächsten Zug haben wir einen Flughafen und eine Fabrik. Und das ist verdammt cool. Wenn wir es dann auch noch schaffen, die Fabrik da unten zu besetzen, dann würde ich mal sagen, ist für Eagle die Kacke heftig am Dapfen. Also, vor allen Dingen, weil er auch keine Jäger baut, um meine Jäger abzuballern. So, ein Flughafen mehr. Eine Fabrik mehr. Tja, jetzt sieht's scheiße aus, weil jetzt bin ich auf die Basen hier hinten nicht mehr angewiesen und kann richtig nah an meinem Gegner produzieren. Und der hat mir eine Stadt weggenommen. Die Potsau, ey. Warte. Das wird gesühnt, mein Freund. So.
Das wird heftigst gesühnt. So. Jetzt kommt hier mein Bomber und tötet dich nicht. Verdammt, warum nicht? Warum machst du das denn nicht? Ja, da kommt jetzt eh nichts an mich ran. Relativ egal. Ja, ja, doch. Vielleicht kriege ich ja einen Erstschlag auf einen von den Missiles. Das wäre gut. Du bleibst noch hier. Und jetzt ist halt das Problem, dass ich jetzt... Ja, dass hier jetzt seine Flaks kommen. Kann der meinen Infant... Ach, scheiße, Mann. Der kann ihn auch noch angreifen. Moment. Das mache ich anders. Ich baue hier eine Mauer. Ha! Jetzt kann er nämlich nichts mehr machen. Außer mein Heli da unten anzugreifen. Aber gut, das ist... Das ist ein sehr einkalkulierbares Risiko, sage ich mal. So, jetzt kommt nämlich noch ein Jäger von mir. Kampferi. Und dann war es das schon wieder. So. Bin ich mal gespannt, was der jetzt macht. Also wie gesagt, wenn ich hier einmal jetzt eine Anzahl, die hoch genug ist an Jägern und Kampfpanzern gebaut habe, dann gibt es hier eigentlich auch nichts mehr, was Eagle mir entgegensetzen könnte. Zumal der immer nur Missiles baut. Warum baut er denn die ganzen Missiles? Ich finde das einfach sowas von nutzlos und sinnlos. Aber okay, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich bin nicht die KI. So, du nimmst das im nächsten Zug ein. Und ich kann hier jetzt auch gleich noch einen Jäger bauen. Nein, ist das schön, ey. What are your qualifications? Der braucht... Na doch, der braucht noch eine Weile. Prinzipiell kann ich da jetzt auch mit meinem Dreier-Heli runterfliegen und den abballern. Das ist eigentlich genauso gut. Würde ich bis auf die Fabrik kommen? Nur mal so rein theoretisch. Warte, ich guck mal. Ich komme 5. Wie viel hat die Straße auf Ketten? 1. 1, 2, 3. Doch, würde ich. Tatsächlich. Das heißt, nur mal so rein hypothetisch, wenn ich es jetzt schaffen würde... Oh nee, das versuche ich nicht. Ich habe doch gar nichts gesagt. Was habt ihr denn? Ihr legt mir doch schon wieder nur Worte in den Mund, die ich gar nicht gesagt habe. So, jetzt habe ich hier vorne so viele Jäger stehen. Und der kann einfach nichts dagegen tun. Er kann nichts machen. Jetzt habe ich auch noch so einen Spot, wo ich die heilen kann. Also, ja, ein Stück weit ausweglos ist die Lage für ihn jetzt schon. Weil ich jetzt da vorne halt eine Basis habe. So, ja, der kümmert sich dann gleich um den da, dass er das nicht einnimmt. Der kommt da ja auch nicht ran. Ist ja alles klar eigentlich. So, hier habe ich dann auch noch mal ein bisschen Support. So, du holst dir einfach nur mal eine Ration ab. Nicht, dass du mir jetzt auf dem Weg irgendwohin abkackst. Das wäre auch ein bisschen unangenehm. So, das ist auch blöd. Da kommt der Flak an mich ran. Ja, wobei, das ist eigentlich auch ein Opfer, das ich ruhig mal machen könnte. Na komm, es ist ein Heli. Und es ist ein Missile weniger. Das heißt, wobei, ich muss ihn nicht opfern. Ich kann ihn auch einfach so machen. So, dann schicke ich hier nochmal meinen Heli hin. Meine Artillerie, die zieht auch noch nach. So, und dann brauche ich eigentlich... Oh, nichts weiter machen. Ja, ihr merkt, ich setze meine Gabe hier jetzt bewusst noch nicht ein. Weil ich möchte mir das eigentlich aufheben, falls Eagle mal wieder seine Gabe macht. Warum mögt ihr euch jetzt fragen? Nun, die Antwort ist mehr oder weniger simpel. Und was war jetzt der Sinn dieser Aktion? Er baut nur Helis. Also ganz ehrlich, auf die Weise... Ja, wird er mich nicht so leicht los. Auf die Weise wird er meine Jäger nicht so leicht los. So, ja, hier ist jetzt natürlich einmal draufgeballert worden. Auch ein bisschen blöd für mich. Aber jetzt ist er erstmal weg. So. Ah, jetzt kann ich natürlich nicht mit meinen Lufteinheiten blockieren. Das ist ganz schön blöd. Kommt der bis da... Nee, also schräg von hier oben kommt der da nicht ran. Das ist eigentlich ganz geil, weil da kann ich jetzt mal... Da werde ich hier nämlich von den Missiles nicht getroffen. Das ist ein ungedecktes Feld. Das ist super, um mal ganz ehrlich zu sein. So, und hier würde ich jetzt mal einfach sagen, ich fliege jetzt einfach mal mitten in Eagles Kerngebiet. Rotzfrech, weil der hat ja jetzt gerade keine Missiles zur Stelle. Das bietet sich halt gerade so an. Tut mir leid. Ich weiß, ich bin ein Opportunist. So, und dann versuchen wir mal hier ein bisschen. Nee, der würde mich da treffen. Ist auch blöd. Ich ziehe mich einfach mal kurz aufs Meer zurück. Hierhin. Da werde ich nämlich nicht getroffen. Und meine Artillerie möchte ich jetzt eigentlich auch nicht unnützerweise verlieren.
Warum auch? Ich würde eigentlich sagen, ich baue hier oben einen Kampfpanzer, weil dann räume ich hier oben dann erstmal alles weg. So, du fliegst erstmal hier hin. Lass dir mal eine Ration geben. Und ja. Du kannst eigentlich mal genauso vorfliegen. Wir machen jetzt einfach mal Eagles Flughäfen komplett nutzlos, würde ich sagen. Das ist jetzt eigentlich meine Idee. So, du kommst damit hier runter. Ein bisschen supporten. So. Und du musst mal gucken, wo du hin musst. So, haben wir noch irgendwo Einheiten, die noch ziehen müssen? Nee, ich glaube nicht. Eigentlich sieht es schon jetzt ziemlich gut für uns aus. Ich meine, beschrei es nicht. Ich hätte mal dreimal auf meinen Schreibtisch geklopft hier. Aber es ist natürlich dennoch... Ja, gut, ein Bomber. Aber das ist mir jetzt eigentlich persönlich sehr egal. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wow, ein Flak, der fast komplett leer ist. Und ein Meißelgeschütz, das mich nicht trifft, wenn ich von unten her angreife. Wow, das hast du gut gemacht. So, krieg ich den kleinen Bit... Ich habe meine Gabe. Ganz ehrlich, Leute. Also, für solche Fälle, wenn ich mal ein bisschen Stärke brauche, ja? Ich möchte diese verdammte Fabrik da unten haben. Tut mir leid. Also, die ist mir dann jetzt hier irgendwie doch zu wichtig. Mir fällt gerade auf, trifft es wohl möglich der andere Meißel hier? Nee. Ha, da habe ich ja mal Glück gehabt. So. Nee, reicht nicht. Aber du solltest jetzt eigentlich... Ja! Da war der GV. Da war der Glücksfaktor. Und ich kopiere weiter wieder nochmal Insider. Aber es ist mir so scheißegal, wisst ihr das? Oh, ist das schön, ey. Ist das schön, hä? Oh, richtig schön. So, da kann er mich treffen. Das ist nicht so schön. Ist jetzt nicht so schön, hä? So. Ja, trifft er mich nämlich. Was? Es sei denn, ich greife den Heli von oben her an. Dann trifft er mich nicht. Das mache ich auch. Ah. Das wäre auch gelacht gewesen. So, der Flak wird mich sowieso angreifen wollen. Also, na. Ich würde sagen, dann ziehe ich einen Jäger auf die See zurück. Was der mit dem Heli da will, ist mir auch ein bisschen schleierhaft. Aber okay. Den einen Jäger lasse ich mal auf See stehen. Dann ist der nämlich da, wenn ich ihn mal brauche. So, und jetzt kommt nach hier unten dann der Transportheli zum Einnehmen. Wobei, eigentlich würde ich hier einen T-Heli bauen und dann einfach wieder einladen. Da kann ich mir das nämlich sparen. Ja, der ist für später, wie gesagt. Ich oma mal jetzt wieder Kampfpanzer-Support. Ja, greifen wir auch gleich mal an. Warum denn auch nicht? So, jetzt bleibt das hier alles schön in der Deckung. Noch was einnehmen. Und ja, die Helis nehme ich mit in die Offensive jetzt. Weil die können jetzt auch nochmal ordentlich was zerstören. Also hier schräg diagonal unter der Stadt trifft er mich nicht. Das heißt, ich kann hier auch noch ein Feld weiter vor. Da sollte er mich jetzt nicht treffen. Macht er auch nicht. Gut, alles klar. Aber bei den ganzen Meißels ist es jetzt eigentlich kaum noch gefährlich. Gut, er hat zwar seine Gabe, aber mit welchen Einheiten will er mir hier jetzt effektiv was tun? Ne? Mit welchen Einheiten? Er hat nicht mal was gebaut. Also, es gibt hier jetzt eigentlich keine Einheit, mit denen er mir hier effektiv was tun könnte. Okay, er kann meinen Jäger zerstören. Das kann er machen, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist... Jetzt baut er natürlich die Flaks. Hm. Und das hier oben ist jetzt auch nicht so cool. Naja, wobei. Es ist nicht so tragisch eigentlich, weil... So. Und... Im nächsten Zug kriege ich da unten dann endlich mal meine Fabrik. So. Ihr fliegt jetzt nach vorne. Vielleicht könnt ihr dann den Mech davon irgendwas abhalten. Oh, ihr geht jetzt einfach mit vorne rum. Weil, warum nicht? Ne? So, da kommt jetzt natürlich wieder keiner ran. Willst mal wieder keiner gewesen sein, ne? Meißels weg. Doch. Die schränken mir meine Bewegungsfreiheit doch zu sehr ein. So, noch ein Bomber gebaut, weil, ja. Also gegen Bomber können Flaks nicht viel machen. Das haben wir ja schon mehrfach gesehen. Und nur für den Fall, dass ihr mir hier was zu krasses baut, stehen hier dann jetzt auch meine Jäger parat. Also, ja. Ne? Auch noch weg mit dem Ding. Baut da vielleicht Neues. Wäre auch ganz fresh. So. Greifen wir hier auch nochmal nach an. Und ich sehe, ich brauche einen TTP. Na, warum denn nicht? Kann ich ja mal machen. So. Ja, hier meine Helis noch, war. Jetzt fliege ich mal mit denen so weit. Ah, nee, jetzt hat er ja die ganzen Flaks hier rumstehen. Ach,
Mann. So. Hier kann der mich nicht angreifen. Da kann ich wenigstens seine Maisheils noch auseinandernehmen. Das ist auch sehr angenehm. So. Jetzt baut er sich hier ein Heli und noch ein Flak. Der will... Ich glaube, der denkt echt, dass ich mich damit locken lasse. Aber der Heli kann hier vorne im Moment eh nichts angreifen. Der ist im Moment eh nicht gefährlich für mich. So. Ja, dann gehen wir halt einfach mal hier drauf. Weil... Ist so. Ja, warum habe ich den eigentlich eingeladen? Die Frage könnte ich mir ja jetzt auch mal stellen. Geh mal vor hier. So. Hier drauf ausladen. Du bräuchtest eigentlich mal eine Ration. Weißt du was, die sollst du auch bekommen. Ich lasse ihn hier jetzt einfach mal einnehmen in aller Ruhe. Wir bringen den Kleinen hier erstmal nach hier unten. Da kann der da noch was einnehmen. Zack. Weg damit. Ja gut, die Helis, die werden hier jetzt zerschossen werden. Warum überlasse ich... Moment. Ich kann doch trotzdem jetzt seine Maisheit zerstören. Ich meine, warum denn nicht? Weil jetzt im nächsten Zug kommen ja dann ohnehin meine ganzen krassen Sachen. Außer die eine Artillerie, die wird sich ein bisschen verspäten. Ration. So. Fahren wir hier nochmal mit vor. Da habe ich jetzt auch nochmal ein Feld mehr gedeckt, als ich eigentlich müsste. Ein Transportheli können wir dann nochmal mit nach oben schicken. Der kann dann den Typ hier oben noch mit abholen. Und ja, was... Ein Jäger wäre vielleicht noch gut gewesen. Oder ein Bomber vielleicht sogar noch eher. Aber... Okay. Ich lasse es einfach mal so stehen. So, der Bomber muss unbedingt mit nach vorne. Ach, jetzt geht dir der Sprit aus. Jetzt fällt dir ein, dass du Sprit brauchst. Sehr guter Zeitpunkt. So, wie gesagt, er hier kann eh nicht jetzt effektiv nichts angreifen. Und wenn er sich hier auf dem Weg nach oben über Meer befindet, kommt mein Jäger, knallt ihn ab. Alles safe. Alles safe play hier. So, jetzt kommen natürlich seine Flaks. Das war eigentlich völlig logisch. Aber jetzt stellen seine Flaks fest. Können wir ja gar nichts gegen machen. Dumm gelaufen, war. Ach, jetzt. Ja gut, jetzt hat er Maisheils gebaut. Jetzt, ganz ehrlich, mein Bomber, der hat eh bald keinen Sprit mehr. Ah, und wenn ich mich hier vorne hinstelle, dann kommen die Flaks. Das hat er gar nicht mal so dumm eingefädelt. Jetzt kann er nämlich wieder ein bisschen vorgehen. So. Aber da vorne werde ich jetzt auch nochmal gut vorankommen. So. Ja. Flieg mal nach oben. Hol den mal ab. Ich beginne jetzt hier einfach mal einen großen Ansturm mit Bombern und Helikoptern. So lang wird er das nicht überstehen. So. Du fliegst mal zurück. Oder dann vielleicht am besten noch nach hier unten, weil da kann dann ja in ein paar Zügen schon ein TTP sein. Um dich zu heilen. So, ihr fliegt einfach mal weg. So. Alle in die Nähe des Flughafens, weil da kann ich euch versorgen. So, ihr geht nach vorne, ihr pendelt nach vorne. Alles klar. So. Du nimmst hier die Stadt wieder ein. Die Helis können ja ruhig dort warten. Und ich weiß nicht, Bodensupport. Also ich kann jetzt natürlich auch hier von beiden Seiten mit Kampfpanzern reingehen und die dann zerbashen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das reizt mich irgendwie nicht so. Eigentlich ist die einzige Truppe, die jetzt effektiv irgendwas machen kann, der Helikopter. Der Rest kann einfach gerade nichts machen. Und okay, was hat der da eigentlich gerade zerstört? Ich glaube, mein Fünfer-Heli, aber eigentlich... Inwiefern soll mich das jetzt stören? Stelle ich die Frage doch einfach mal so. Okay, ach, da musst du auch zurück. Also ganz ehrlich, ich baue hier unten dann gleich ein TTP, gehe da hoch. Die halten noch beide noch einen Zug durch. Wie weit kann eigentlich so ein TTP fahren? Ich weiß es gerade gar nicht. Das müsste ich vielleicht noch mal wissen, das wäre ganz gut. Weg 6. Die fahren, glaube ich, auf Ketten. Also hier Ketten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, da muss der Bomber hier 1 runter. Jetzt bringe ich einfach mal meine Helis aus dem Angriffsbereich raus und dann ist doch alles geritzt. So. Ich habe hier jetzt eigentlich alles so gut gesichert. Und wenn ich hier jetzt genug Bomber stehen habe, dann werde ich ihn ja jetzt einfach von der Seite her auseinandernehmen und von der anderen auch noch. So. So, hier kann ich dann auch im nächsten Zug heilen. Da kann der hier dann gleich nochmal weiterlaufen, noch ein bisschen was holen. Einnehmen und so weiter. Einnehmen, you know.
Und ja, haben wir noch was, was ich blockieren kann oder so? Nee. Nee. Dann flieg mal nach da drüben. Kümmere dich dann mal hier ums Einnehmen. Gut. Nett. Sehr nett alles. Zack. Jetzt habe ich auch meine Gabe voll, aber wow, warum sollte ich die jetzt einsetzen? Eigentlich würde ich hier echt eher den Flak angreifen wollen. So, TTP hält sich im Hintergrund, falls ich eine Versorgung brauche. Ja, jetzt, weil ich es einfach weil ich es kann, brauche ich noch einen Bomber. So, es geht jetzt hier einfach nur darum, dass ich hier vorne versorge, da hinten jetzt die ganze Zeit Bomber spamme und irgendwann werde ich mit den Bombern dann so weit sein, dass ich da vorne alles zerbashen kann. So, ja, da oben hat sich gleich mal wieder ein neuer eingenistet. Brauche ich auch nicht. So, gemeinsam solltet ihr den TTP ja klein kriegen. Ja, alles klar, Rechnung ist aufgegangen. Und jetzt gehst du hier rüber. Oh shit, warte mal, die müssen noch einen Zug durchhalten. Machen die das noch? Ja, doch. Doch, die halten noch einen Zug durch. Da kann ich den Jäger sogar auch noch ein Feld nach unten ziehen, damit der TTP da auch rankommt. Mann, ist doch alles schön, läuft doch hier. Gut, ich kann jetzt zwar gegen den Transportheli nichts machen, aber wenn der was auslädt, dann habe ich Bomber. Also, ja, ist auch ganz schön irrelevant. Ja, eigentlich möchte ich dir jetzt die... Hier, komm, hol dir die Ration dann einfach da. Und der Heli hier. Der Heli greift an. Offensive. Ja. Glücksfaktor. Würde ich sagen. Hier nimmst du nochmal ein. Noch ein Bomber. Es ist jetzt schon... Wir sind jetzt mal wieder so in der Phase, wo der Kampf für den Gegner einfach ein bisschen unfair wird. So, hier gibt es noch eine Stadt, das will ich hier nicht umkommen lassen. Und wie lange nehme ich wieder auf? Ich kann noch so ein paar Minuten. So. Also wie gesagt, wenn mein Plan aufgeht, dann werde ich jetzt da von da oben her mit meinem Kampfpanzer kommen und von unten her mit meinem... damit anderen Kampfpanzern womöglich. Und ja, dann dürfte er eigentlich auch gar keine Chance mehr haben. Nicht den Hauch. Also wenn ich ihn von hier her mit Bombern, von hier unten her mit Kampfpanzern und sonst so von den anderen Seiten her mit Kampfpanzern zumülle, dann sollte der eigentlich keine Chance mehr haben. So, Ration. Jetzt habe ich auch noch einen TTP, der hier vorne Ration geben kann, während ich hier vorne meine Bomberflotte aufstelle. Das sind jetzt schon 5 Bomber. 2 Jäger hier zum Schutze sind ja auch noch da. So, du fliegst zurück. Warum auch immer. Nimmst ein. So, und... Ich liegen die Fabriken in meiner Angriffsreichweite? Nee. Muss ich ein bisschen näher ran. Muss ich ein bisschen näher ran noch? Also, solange der hier keine Missiles baut, ist das ja auch alles okay. Ist es ja alles okay. Die Helis können mir ja eh nichts anhaben. So, der ist jetzt auch wieder voll. Und für die Lufteinheiten ist hier noch mein Jagdgeschwader. Alles klar, alles klar. So, dann fangen wir hier unten gleich mal an. Gehen wir in die Vollen. Gut. Ich hätte noch einen Jäger bauen können, merke ich gerade. Aber warum? Warum, wenn man das Geld doch auf Bomber und Kampfpanzer sparen kann? Gut, das war jetzt natürlich eine Sache, die nicht so cool ist. Da muss ich jetzt einen Jäger hochschicken. Der wird mir jetzt nämlich ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Eine von meinen Artillerien da oben zerstören. Das ist nicht so cool. Ja, okay. Kaum zu glauben, dass ich das nochmal erleben darf. Dass ein paar Flaks einen Kampfpanzer fast kaputt machen. Dass ich das nochmal erleben darf. Aber wow. Gut. Der da oben muss ein Jäger hin. Ich weiß nicht, soll ich meine Gabe einfach einsetzen? Einfach nur damit der hier... Na, wobei, der nimmt dann auch nicht instant ein. Dann dauert das hier unten jetzt halt einen Zug länger. Und du hast keine Muni mehr. Auch blöd. Ja, hier, komm. Oder? Ich will einfach nicht, dass der meinen Infanteristen angreift. Der andere kommt da nämlich gar nicht ran erst. Der andere kommt nur bis davor. Bin mal Wobei, warum mache ich mir eigentlich Gedanken? Warum eigentlich, ne? Warum Gedanken machen? So. Du gehst ja einfach runter. Braucht jemand Ration? Sieht gerade nicht danach aus. Hier oben... Mal fröhlich weiter bashen. Zerstören. Ich würde echt den Mech lieber zerstören, ehrlich gesagt.
Hier kann ich nämlich auch nochmal was draufballern. Nehmen wir den da oben. Der TTB hier geht zur Versorgung mit nach unten. Ich glaube, die da oben werden keine brauchen. So zeitnah. Und wir sammeln unsere Flotte ein bisschen weiter. So, die Jäger bleiben in der zweiten Reihe, weil die ein bisschen weiterkommen. Also ganz ehrlich, mit 6 Bombern, 2 Jägern, dann am besten noch mit einer Gabel in der Hinterhand, sollte ich eigentlich einen Großteil seiner Streitkräfte zerstören können. Und ja, was machst du? Du hast eh keine Muni mehr. Harakiri! So. Ja. Dass ich das noch erlebe. Echt. Das hätte ich nicht gedacht. Warum tust du das? Sieh doch ein, dass es absolut sinnlos ist. Der bringt dir hier jetzt auch nichts mehr. So. Der hat eh bald allen Akku. Akku, genau. Bin ich so ein mobiler Mensch geworden, ey. Gibt's ja gar nicht. So. Weg damit. Brauche ich nämlich auch nicht. Kann ich jetzt eigentlich schon alle ausnocken? Wenn ich meine Gabe kriege, möchte ich jetzt mal wissen. Weil, okay, wir haben hier jetzt 5 angriffsbereite Bomber, die hier jetzt eigentlich alles kaputt machen können. Aber ich hätte halt gern noch einen Bomber mehr noch, damit wir safe gehen. Und am besten halt noch einen Jäger. Und dann wäre es halt noch richtig gut. Dann würde ich einfach mal ein bisschen warten, bis Igel vielleicht seine Gabe wieder vollkriegt. Dann, naja, können wir das Ganze nämlich noch ein bisschen erleichtern. So, wenn wir hier das Einnehmen noch ein bisschen weiter beschleunigen, kommst du auch noch mit. Wir lassen Igel einfach mal finanziell ein bisschen ausbluten. So, Ration geben. Und hier kümmert sich mal bitte noch jemand um den Mech. Und um den T-Heli auch. Ah, wird leider nichts. Nicht komplett. Für sowas kann ja dann der noch mitkommen. So, du lässt dir dann gleich eine Ration geben auf der Stadt. Weil du bist noch voll. Ich kann dich noch sehr gut benutzen. T-Heli. Fahr einfach mal dahin. Okay. Ja, ich möchte mal gucken, wie viel Schaden ich denen so mache. Sehr guten Schaden. Ich warte mal, bis die sich ein bisschen verteilt haben. Igel kann eigentlich nicht mehr so viel produzieren. Also wie gesagt, wenn ich jetzt von beiden Seiten her, wenn ich jetzt hier von beiden Seiten her mit meinen Kampfpanzern komme, sollte er eigentlich sehr zeitnah überhaupt keine Chance mehr haben. Und das Ganze wird dann ungefähr so aussehen. Warte mal. Du gehst mal 2 Felder nach unten, weil da kannst du den hier gleich einladen. Da kann ich nämlich vielleicht nochmal irgendwo was einnehmen. So, du lässt dir Ration geben. Du fährst vor. Und jetzt fahren wir hier einfach mal ein bisschen mit Kampfpanzern durch. Mal gucken, was er dazu sagen wird. So, jetzt baut er hier natürlich Maishelds, aber die sind mir sehr egal, muss ich mal ehrlich sagen. Weil ich oben jetzt erstens mal noch einen Kampfpanzer baue. Und zweitens mal sind die mir auch deswegen relativ egal, weil das ein ziemlich safer One-Hit von einem Bomber ist. Also eigentlich hat er hier noch einen Flak. Nee, hat er nicht mal. Aber den Ehenflak, den hat er sehr gut geschützt. Gut, den kriege ich platt. Kommt dann. Also wenn ich den Flak und sein Maishelgeschütz zerstören kann, dann habe ich hier richtig was gewonnen. Doch, ich glaube, ich versuche das. Ich versuche das jetzt einfach. Der kann so viel nicht dagegen machen. So, dann kommt jetzt der von ganz unten. So, der Flak steht auch noch auf einer Straße. Das ist noch besser. So, Fabrik blockieren, angreifen. Zack. So, und jetzt geht es nur noch um eins. Und zwar darum, Fabriken zu blockieren. Du löscht den da oben aus. T-Heli besetzen. Übernimmst. Na, wobei. Der kann eh nichts machen. Der kann doch eh nichts machen jetzt. So, zack. Kommt der T-Heli da drauf. Weil der Mech, der kann da nichts gegen tun. Ah, schade. Eine Fabrik da hinten bleibt ihm. Eine Fabrik. Aber das war's. So. Er behält eine Fabrik. Und das ist nicht gerade viel. Das ist nicht gerade viel. Und ganz ehrlich, gerade im Anbetracht dessen, wie die Schlacht gerade läuft, fange ich jetzt auch keinen neuen Part an. Weil eigentlich ist es jetzt recht entschieden, möchte ich meinen. So.
Ganz ehrlich, das ist hundertprozentig sein letzter Zug. Sowas von hundertprozentig. Ich kann sogar einen von den... Ja, doch. Komm, noch mal eine Gabe. Sehen wir es noch zum letzten Mal. Das Supertuning. Alles klar. So. Sieht super aus. Das Supertuning. Und ja. Einen Schuss hast du noch. Dann ballere mal. Und weil ich genau mit sowas gerechnet hatte, kann der Heli hier nochmal mit hochgehen. Zack. Heli kann auch weg hier. Braucht keiner. So, du gehst weg. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz für die Bomber zum Angreifen. Zack. Zack. Nein, das mal lieber so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Na doch, wenn ich von allen Seiten angreife, sollte es eigentlich gehen. So. So. Und ich glaube, das ist jetzt echt seine letzte Einheit. Warte mal. Ist seine allerletzte Einheit. Gut, Leute, dann würde ich sagen, einmal noch A drücken. Und dann haben wir die Kampagne überstanden. Ich habe wieder verloren. Du bist eine harte Nuss. Ich bin nämlich allein. Manek hat mich taktisch beraten. Ah, das stimmt. Ach ja, Orange hat die strategische Berater heran. Auf diese Weise können sich die Kommandanten völlig auf den Kampf konzentrieren. Ein intelligentes Programm. Deshalb konnte ich dich nicht besiegen. Ich weiß nicht warum, aber als Team sind wir unschlagbar. Ja, das sind wir. Diesmal war das Glück auf deiner Seite, aber... Hey, lass uns später nochmal kämpfen. Lass uns noch mehr unschuldige Soldaten in den Tod schicken. Just for fun. Ja, das werden wir. Bis zum nächsten Mal, Andy. Bis bald, Manek. Nächstes Mal gewinne ich. So. Yippie. Jawohl. War ganz... Rang B? Oh, ich habe mit einem weiteren D-Rang gerechnet. Ganz ehrlich, Leute. Ich habe gehört, dass die Mission schlimmer gegen Sturm sein soll. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, die ist nicht halb so schlimm. Und damit, Leute, kommen jetzt auch die Credits. Was heißt das jetzt für mich als Let's Player? Resümee. Resümee heißt Resümee. Oh Gott, heißt das für mich. Ihr seht hier jetzt übrigens nochmal unsere Ränge durchlaufen und wie viele Tage wir benötigt haben für jede Mission. Und ja, ich kann ja mal kurz sagen, Leute, also ich finde, dieses Spiel ist so grandios. Erstens mal, das Spiel sieht grafisch für Game Boy Advance Verhältnisse unglaublich gut aus. Guckt es euch doch einfach mal an, Alter. So eine, das ist eine richtig geile Grafik für GBA-Verhältnisse. Und die Mucke, ja, hier läuft ja auch gerade nochmal im Hintergrund, ey. So eine geile Mucke. Ihr habt ja gehört, wie oft ich am Mitsingen war. Richtig, richtig geil. Auch gameplay-technisch passt das Spiel für mich einfach hundertprozentig. Es ist strategisch. Du musst wirklich überlegen, was du machst. Und, ja, ich liebe Strategiespiele einfach generell. So, dementsprechend hat mir das Spiel natürlich auch riesig Spaß gemacht. Ja, wir sehen nochmal, wie ein paar Einheiten abgeschossen werden. Mensch, ist das ermutigend. Ja. Und es gibt eigentlich nur ein, zwei Punkte an dem Spiel, die mich wirklich stören. Ansonsten finde ich es einfach echt perfekt. Und zwar stört mich zuallererst mal die Story. Damit meine ich nicht, dass sie so banal ist. Ganz ehrlich, das stört mich nicht. Es ist, der Hauptaspekt in diesem Spiel ist nicht die Story. Deswegen muss es für mich auch keine großartige Story haben. Nee. Was mich in diesem Spiel hier wirklich, wirklich stört, ist zum einen die Dialogführung. Also ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Und zweitens mal ist es einfach nur die Präsentation dieser Kriegsthematik. Also, ihr werdet... Ich bin auf keinen Fall so ein Moralapostel, das jetzt sagt, wir dürfen auf gar keinen Fall den Krieg so verharmlosen und so weiter. Ich weiß, dass man das durchaus als Thematik für ein Spiel heranziehen kann und ich verlange hier ja auch keine ultra-realistische Präsentation. Aber Leute, hier ist... Was lernt man hier effektiv aus diesem Spiel? Krieg ist etwas Wunderschönes in einer Nintendo-Grafik und knallig bunten Farben. Toll, ja. Das hätte ich mir in der Ernst... Ich hätte es mir nicht realistischer, aber zumindest ernsthafter gewünscht. Und eine weitere Sache. Ich finde echt das Nebenmissionssystem hier ein bisschen komisch. Also auch das ganze Freischaltsystem. Ich müsste die Kampagne jetzt nämlich noch zweimal durchspielen. Um es überhaupt, damit ich mir alle Charaktere freischalten kann, also die Kampagne. Da muss ich noch einmal die Advanced-Kampagne, also die fortgeschrittene Kampagne, durchspielen. Und das... das mache ich nicht mehr im Let's Play. Das wird zu heftig. Das dauert dann auch zu lange. Aber ich werde euch noch ein bisschen den Bonus-Content zeigen, denn das Spiel ist mit der Kampagne natürlich noch lange nicht vorbei. Ich werde euch, wie gesagt, nochmal zeigen, was man überhaupt alles machen kann. Und ja. Hier, also...
Enigma 2 haben wir echt gut abgeschlossen bekommen, genauso wie Mysterium. Generell, ich bin mal gespannt, was wir hier jetzt für einen insgesamten Rang bekommen, denn wir kriegen jetzt am Ende nochmal so einen Gesamtrang, wo im Prinzip gesagt wird, ja, so gut war das Ganze jetzt, also so gut hast du insgesamt abgeschnitten und da bin ich mal sehr gespannt, was das jetzt wird. Ich plädiere ja auf B, meine Schätzung ist B, ehrlich gesagt. Na, schauen wir mal, müsste ja gleich kommen. Also Leute, abschließend nochmal, wundervolles Spiel, wenn ihr Strategiespiele mögt, zockt es unbedingt, es macht so einen Höllenspaß. Und wenn ich mich mal über die KI aufgeregt habe, ja, ich glaube, die KI ist hier echt notwendig. Es ist notwendig, dass die KI so dumm ist, da halt dadurch an manchen Stellen das Balancing verbessert wurde. Mit gebalanced meine ich jetzt, der Gegner startet ja eigentlich immer mit einem Vorteil euch gegenüber. Und dadurch, dass die KI so dumm ist, konnte man sich da rausarbeiten aus seinem Nachteil. So, jetzt haben wir es nochmal hier bei Nintendo. Ja, klar, ne? Wir sind ja dicke da. So, und jetzt Kampagne beendet und Rang B. Okay, ja, ich hab's gewusst. Rang B. Alles klar. So, haben wir noch ein schönes Artwork jetzt gesehen. Und Max sieht auf dem Artwork aus wie Donald Trump. Das habe ich jetzt nicht gesagt. So, yo, bitte, Nell. Überschreibe ich doch sehr gerne. Dankeschön. So, dann können wir die Kampagne jetzt nämlich theoretisch nochmal neu starten komplett. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir was freigeschaltet haben. Haben wir? Warte mal. Sagt jetzt Nell nochmal was dazu, oder? Nee. Okay, die Kampagne startet einfach so von vorn. Ja gut, das kennen wir ja schon in Dialog. Und jetzt könnten wir die Kampagne noch ein paar Mal durchspielen. Will ich aber nicht. Ich will die Kampagne nicht nochmal durchspielen. Warte mal, wie war das? Ich glaube, Start, Select, A und B. Ja, tatsächlich. So. Gut, okay. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part zeige ich euch hier nochmal ein bisschen Bonus-Content. Und ich hoffe mal, ihr freut euch drauf. Ihr müsst es euch dann jetzt angucken. Also die Kampagne ist jetzt vorbei. Ich werde da jetzt auch nichts anfangen nochmal. Und ja, ich hoffe mal, wenn das jetzt der letzte Part ist, den ihr seht, hoffe ich, dass ihr Spaß mit dem Let's Play hattet. Ich hatte so viel Spaß, ey. Es ist ein wunderbares Spiel. Und für alle, die das Spiel jetzt mochten, es gibt noch einen zweiten und einen dritten Teil. Werden natürlich auch Let's Play. Wäre ein bisschen Arschloss, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Part. Vielleicht mit Bonus-Content. Und bis dahin. Ciao, Leute.